Aus dem Weg. Ich finde dann immer so klasse, wenn ich einen neuen Angriff irgendwie ausprobiere. Das wäre so ein, das ist wie so ein neues Spielzeug zum Spielen. Ja, ich weiß, das Gefühl kenne ich eh. Ich habe leider nur alles schon ausprobiert. Außer mit, oh Gott, wie weit die wegfliegen. Schein der Druckwelle. Boom. 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 Was hat eigentlich, wenn so ein Kerker irgendwie so ein Ding hier hat? So ein Symbol. Zum Beispiel Augaben dafür? Gute Frage. Ich glaube ja, ne? Dann muss man reingehen. Mal gucken. Modrige Kaverne. Da steht Flüstern, also. Ja. Das habe ich noch nie gemacht, ne? Vielleicht gibt es da ein Archiv mit dafür. Ja. Hm. Ja, ich soll vielleicht mal einen Trank einsetzen. Ein Elixier, meine ich. Für mehr Erfahrungspunkte. Feuerwiderstand. Ey, ey, chillt mal, Leute. Immer schön locker bleiben, Leute. Oh. So. Boah, das war einfach. Totengeflüster, Qual. Was war das denn? Was haben wir da gerade bekommen? Okay, zum Flüstern im Baum. Ach so, ja. Baum zurück. Also ich dachte, wir haben jetzt irgendwie eine Quest bekommen oder so. Boah, du hast zum ersten Mal so einen Kerker. Jetzt hast du noch so ein Ding freigeschaltet. Boah. Dann zurück zum Baum. Oh, ist das der Baum? Ich habe einen Baum im Leer, den habe ich schon gesehen. Wow. Alter. Wieso geht denn alles kaputt, wenn ich dann da trete? Ich muss warten. Oh, wow. Oh, du hast irgendwas gestartet. Sehe ich gar nicht. Ich weiß von gar nicht. Warte. Ich bin noch nicht bereit. Ist am Schreien? Ja. Das habe ich denn aktiviert, sind noch mehr Gegner. Habe ich gedacht. Auf den Weg. Ich brauche mehr. Das ist eine Barriere, was? Mein Gott, hat der viel aus. Sehr viel Gold, ey. Ey, das ja. Ist das ein Schottgoblin gewesen? Ja, da oben. Oder? Ich habe gerade ein goldenes Portal da gesehen, ey. Komm her, du Stück. Ich kann auch rennen. Ich bin noch. Komm her, Stück, komm her, Stück, komm her, Stück. Nein, hier geblieben. So, oh, zwei vermachte Sachen. Stangenwaffe und Schwert, glaube ich. Oh. Ja, da ein paar Sachen, Alter, wie viel Gold hier rumgeflogen ist, ey. Alter. What the fuck ist das alles hier? Schon wieder vermacht ist. Ich krieg hier nur heilige Sachen jetzt. Ey. Ja, alles aber schlechter, schade. Ja, ich gucke mal ob. Ja, jetzt der Grund, warum ich noch goldene Sachen hin und wieder aufnehme, ist in der Hoffnung, dass die irgendwie so ein neues Nein. Design oder so geben. Ich muss warten. Ja, danke. So. Zurück zum Baum. Also ich hab voll. Wo ist der Baum? Was ist denn los? Hier Explosionen. Was ist da? Ich bin weg. Ah.
original, der ist der gesalbte Mythos, Daniel, pass auf. Mythos. Ich sehe die ganze Zeit irgendwie Gameplay vom neuen Final Fantasy da, aber der von Rebirth. Von Final Fantasy 7, ja. Ja, da ist eine Demo rausgekommen vor. Also ich würde schon sagen, ist das Spiel schon draußen? Nee, irgendwie so eine Demo, weiß ich nicht. Ich hab den nicht gespielt. Ich werde mir das Spiel sowieso holen. Ja. Nix. Schon wieder eine bebende Hand. So, oh Gott, wo wollte ich hier nochmal hin? Auf mein Paragon-Brett. Ich glaube da. Schaden gegen Elite-Gegner oder nach Schaden ist das Typ physisch, nehme ich an, ne? Ja, dafür brauche ich Geschicklichkeit. Ja, von den meisten legendären Kloten kann ich gar nicht die Voraussetzungen erfüllen, weil mir immer irgendwelche Sachen fehlen, ne? Ich helfe da nicht. So wie Geschicklichkeit. Die Glyphen, du Klon? Nee, ja, diese, ja, nicht diese legendären Knoten, die seltenen Knoten. Ja, ich weiß auch, die anderen Knoten. Ich würde schon sagen, für legendäre Knoten hast du doch gar keine Voraussetzungen. Ja. Ich kann das zerteilen. Oh, warte. Das will ich vielleicht behalten. Wo macht man das hier? Ich biete nur das Beste an. Scherben des Himmels. Scherben des Himmels. Ich glaube, das brauche ich. Nein. Wo ist das? Wer das? So geht das. Mein Gott, hatte ich gerade nicht noch 90 Millionen, jetzt habe ich 100 Millionen. Ja, weil ich habe 122 Millionen. Wie habe ich denn mehr Gold als du? Ja, nicht. Das war sonst auch immer mehr als ich gehabt. Ja. Ja, irgendwie schon, ne? Na gut. So, weiter mit dem lunaren Erwachen. Da ist, was ist das? Müssen wir aber zum Läutern. Dann läutern wir mal. Ja, dafür bin ich erfahrungspunktemäßig voraus ein bisschen. Frag mich nur wieso. Warum müsste meine Truhe schon wieder am Blinken? Oder ich bin da schon wieder verpasst. Gurgelnder Kopf. Ja. Ich muss warten. Okay. Altäre sind hier nicht erlaubt, was? Da kommt man nicht durch. Paragon Punkt. Oh, danke. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Angeklappt bei einigen Bossen. Er tritt. Ich brauche mehr. Zum Weg. Ich bin nicht einfach in die Masse da reingerannt. Oh nein. Ja, da hat den one-shotted. Oh, was? Was? Oh. Hey, der Feuerkerl hat mich geschickt. Ist blöde Feuer. Aua. Aua. Ich glaub, der eine ist explodiert jetzt. Ja.
sehr schnell. Ich habe dadurch nicht mitgekriegt. Ich habe kaum noch Wut. So, sind wir überhaupt richtig? Nö. Und zum wir gehen ja voll falsch, ey. Wie lang müssen wir? Hier wir, du. Aber du folgst mir doch. Ja. Also wie? Heißt, du bist der. Wie heißt der? Der Judas, der uns in die Irre führt. Geh weg. Da wird die alle von mir weg, ey. Hm. Ich trage drei einzigartige Sachen da. Ausgezeichnet. Also ich habe das eine Ding angezogen, weil ich letztens so gekriegt habe, ich weiß nicht. Ich verstehe nicht, wie das Ganze wieder funktionieren soll, aber... Oh, da ist ein anderer Baba, der mit seinen Vorfiltern abschillt. Da müssen wir ja machen. Wo ist das Ding? Hallo? Flüstern? Wo ist das Flüstern? Herrin des Ödlands. Das Ding. Ah, jetzt funktioniert das. Okay, das funktioniert nicht in der Stadt. Okay. Was? Ja, jetzt hier dieses, ja, das ist, wenn ich einen Trank nehme, obwohl ich volle Energie habe, dann kriege ich eine Barriere. Du machst die Barriere. Du kriegst keine Barriere da. Ah, ich wollte, deswegen habe ich mich ja gefragt, wo die Barriere herkommt. Du kannst die doch gar nicht sehen, das ist nur so ein kleines Ding, also... Ich weiß nicht, was du da jetzt meinst, ich habe das nämlich noch gar nicht aktiviert heute. Ich habe vorhin einmal so eine Sphäre gesehen, so eine... So wie mal einen Albtraum-Dungeon abschließen, gell? Meinst du, der Unterdrücker? Das bin nicht ich, du. Das ist nicht so was Großes, das ist nur so ein kleines Fisselding, das nur ich sehen kann. Ich bin noch nicht bereit. Okay. Okay, irgendjemand hat hier irgendwas erledigt, anscheinend. Ja, da ist gerade ein Boss gespawnt. Heißt. Ich mag es, wie du immer irgendwie Eis schreist, so, so im Sinne ja, von, dass ich darauf aufpassen müsste, obwohl du die ganze Zeit davon getroffen wird. Es wird sich selber so weiter. Oh, Eis, Eis, Eis. Ja. Kommen sie jetzt noch mal oder was? So unsere Präsenz wahrgenommen haben. Ich habe gerade Gaben bekommen. Also irgendwer hat irgendwen da gerade getötet. Irgendwo. Ein Champion des Bösen, dem neue Herausforderung an. Ja, was? Ist schon wieder derselbe. Den haben wir gerade schon gekillt. Ein bisschen spät, ne? Nein. Was wir hier meinen, das ist ja irgendwie unten drunter. Ah ja, gar nicht, die geht ja gar nicht runter. Ja. Sollen wir hier so Schreine finden? Was steht denn da? Pferdreisende anklingen die verzerrten Klagen der Geister vor, bringt sie zum Schweigen. Wir müssen die Geister zum Schweigen bringen, steht da. Moment, wo steht das? Wenn du auf die Karte gehst und dann auf dem Ding da gehst, okay, wo wir gerade sind. Okay. Ich weiß nicht, ob das bei anderen auch steht. Vielleicht steht das überall dasselbe. Ja, da steht überall dasselbe. Okay, vergiss es. Da steht überall dasselbe, Daniel. Vergiss es. Ich muss warten. Wo sind denn der Geister? Sind aber auch einige andere Spiele, die sind genauso verwirrt anscheinend. Eis. Du brauchst natürlich hier andeuten, Daniel. Eis. Schatzgoblin, komm her, Stück. Bonk. Na, war er weg. One-shotted oder was? Nee, nee. Oh, passt. Allah! Oh. Der ist explodiert. Beim Setzen, oder?
Ich glaube, der eine hat mich da reingezogen in die Explosion. Ja, das kann, ja, der eine hat so eine Fähigkeit. Geh weg, das ist meiner, fass den nicht an. So. Ich bin extrem eifersüchtig. Im letzten Jahr habe ich die Reifen aufgeschlitzt, nachdem er das gemacht hat. Gucken wir mal so, als wäre das ein Scherz. Ja. Genau wie ich jetzt vermutet habe. Steroide. Sponsor mich. Ich bin noch nicht. Sponsor mich! So, irgendwie jetzt ja nichts mehr, habe ich so gefühlt. Ja, woanders hin. Vielleicht ist das schon abgeschlossen worden. Woanders hin, was ist das hier? Dezimiert die Ziegenmenschen. Ich weiß ja nicht, ob er das ist. Oh, Weltboss in 55 Minuten. Genau, ich gehe immer nur zu den Türmen, da weiß ich halt, das ist das, was wir brauchen. Jedenfalls gehen wir hier hin nach Margrave. Teleport. Dass der so beliebt ist, nehme ich mal an, dass Duriel irgendwie der stärkste Boss hier im Spiel ist oder so. Kann sein. Oder der hat irgendwas Besonderes, das jeder haben will. Vielleicht ist das auch so ein Zuckermann oder so. Ja, ich hoffe, wir sind immer mal irgendwann mal stark genug, den wieder zu erledigen. Ey. Das bezweifle ich irgendwie gerne. Ich würde gerne glauben, dass wir den irgendwann besiegen können, weißt du, Daniel? Ich brauche mehr Wut. Weil ich mache immer mehr Schaden, aber irgendwie mehr aushalten, irgendwie ist das Problem. Du tut uns irgendwie One-Shot mit deinem komischen Spider-Man-Monster, ey. Ja. Das heißt, wir müssen ihn erledigen, bevor der das macht. Ja. Das ist auch eine Taktik, Daniel. Deswegen gehe ich auch Schaden. Immer so ja. Mach du mal. Wo bist denn du? Ich hab keine Ahnung. Hast du dich wegteleportiert? Ja, ja. Sag das doch, du Klon. Ich reite hier. Wo ist der zum Teufel? Bin ja mitten in der Einöde. Alter. Ja, ich meine den Ding drin. Was ist das? Skelettmassaker, tötet 10.000 Skelette. Sag halt nicht deinen Einheiten hier, deinen Kollegen. Nein! Meuterei! Lachender Schädel, Spieler hier. Sehr gut. Lachender. Oh, ich kann jetzt ein Lachender nahe sein. Er tötet dich mit Freundlichkeit. Sein Grinsen tötet auch. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie man das wieder ändern kann, seinen Titel und so. Oder so. Ja. Da musst du auf, bei dir ist das Viereck, da steht da Optionen. Da kannst du zu der anderen Seite da wechseln von Titel und so. So müsste das jedenfalls sein. Ne? Ich bin da auch. Bearbeiten. Ja, entfernen. Da muss man erst entfernen, ne? Ja, warte mal. Ich muss mal grad, selber gucken, wie ich das. Hast du das schon mal gemacht? Jetzt geht's auf deine Titel und da unten, da steht. Ja. Okay. Ja, hast du letztens ja schon gesagt, man muss dann jetzt ganz irgendwie entfernen und dann kann man eben wieder. Ich habe mal das Falsches gehuckt, ja, ganz unten darunter, da steht auch noch X für Optionen, aber das ist zu einem anderen Menü. Ja, ja, das ist so mit Sprachchat und so, habe ich gerade gedrückt. Da müssen wir hin zum Friedhof. Warum ist denn das Ding dann da, wenn wir sowieso hier hin müssen? Ich bin mit närrischer nah zufrieden. Boom. Bis dat. Ich habe kaum noch brauche mehr zu. Kommt her, ihr Stücke. Na, no. Müssen wir da Grabsteine anbeten, alles klar. Geister, die wir befreien müssen, das weißt du, ne? Ah.
Ja, der hat immer keine Ahnung, was überhaupt irgendwo los ist. Ne? Ich muss machen. Es kam irgendwie zu Geiseln zu retten, auf einmal fängt er an, die Geiseln anzuzünden. Ich hab eine Barriere, ja! Yeah. Da steht, geht zur Stadt, nicht zündet die Stadt an. Wurde irgendwie bei den Elders kurz online, glaube ich. Da steht, befreit Geisel, nicht zündet die Stadt an. Tötet sie mit Feuer. Vom wo ist war eigentlich? Das nee, das war Old Republic. Ja, das weiß ich, aber. Was du vorhin gesagt hast, da. Mit der Anzünden, war das in Elder Scrolls? Der war in Elder Scrolls Online, ja, irgendwie. Ich habe irgendwie, weil ich die Quest irgendwie so falsch gelesen, du hast irgendwie gesagt, da steht, keine Ahnung, rettet die Geisel, nicht tötet die Stadt an. Okay. Tötet die Stadt, zündet die Stadt an. Tötet die Stadt. Oh, ich töte die Stadt. Von wo ist eigentlich nochmal hier, jetzt wird randaliert? Von Community, der Show da. Aber das habe ich letztens mal gesucht. Ich dachte irgendwie, aber irgendwie von, weiß ich nicht, The Office oder irgendwie sowas. Hier so die deutsche Version. Das ist von Community und auf Deutsch findest du das sowieso nicht. Nee, oh, ich habe letztens mal gesucht, ey. Auf Englisch ist das It's Riot Time! Ich finde das auf Deutsch besser, ey. Der haut einfach den Mülleimer und sagt, jetzt wird randaliert! Das ist von Community, geile Show. Ja, habe ich noch nie gesehen. Das finde ich cool. Da kommt jetzt, nicht jetzt bald, aber da ist ein Film für endlich angekündigt worden. Das war die ganze Zeit ein Insider-Witz. Bei allen Charakteren der Serie gesagt hat, jede Serie hat irgendwie 6 Staffeln und einen Film. Okay. Dann haben die Leute dann immer gesagt, ja, Community hat auch 6 Staffeln, die werden auch einen Film kriegen. Und jetzt kriegen die halt einen Film. Sehr gut. War Foreshadowing. Ja, da haben die immer in den Kommentaren geschrieben, die Fans. 6 Filme und ein Film. Das wissen wir nicht, das wird als überlegendes Sitcom betrachtet, weil die Serie keinen Love Track hat. Wenn ich so Sitcoms, wo ein Love Track ist. Ich mag das eigentlich. Ein bisschen, weiß ich nicht. Schauen die Leute drauf herab, ey. Ja, ich mag das eigentlich. Ja, das ist nur irgendwie, spricht nicht irgendwie für die Show, wenn die Show dir sagen muss, wenn irgendwas Lustiges passiert. Ja, ja. Oh Gott, jetzt gibt irgendwie so Clips von irgendwie die Big Bang Theory ohne Lachtrack. Ja, ohne Lachtrack. Ja. So, oh, so schmerzhaft. Okay, hier ist irgendwas. Ah! Da haben so viele Leute auch immer gesagt, dass die Serie geendet ist, Community. Community ist vorbei und Big Bang Theory darf weitermachen. Das ist jetzt natürlich nicht mehr, die Big Bang Theory ist schon lange vorbei, aber... Ja. Ja, Daniel, Bootleg Star Wars. Ach, das Spiel da, was ich dir gezeigt habe. Nein, die Übersetzung. War betäubt. Ja, ja. Dieses Smelly Boy. Smelly Boy. Der ganze Film, der wurde so übersetzt. Ey. Das ist irgendwie der chinesische Dub, aber mit Google oder so übersetzt. Ja, ja. Be careful, you too careful. He's a bitch. R2 is fucking on. Das ist so witzig, er ist aber schon uralt, ey. Ich muss mal. So. Bitte die Gegner, oh geil. Ich muss mal. Töten? Ach nee. Oh, da war eine Ratte. Da war eine Ratte, die ich mit meinem Todesstoß erledigt. Oh nein. Das ist so lustig, ey. Oh, aus dem Weg.
Ja. Ach, da oben ist ein Turm, sehe ich gerade. Ich geh mal wieder weg. Oh, da ist ein Boss. Ah. Ich sehe schon kommen, wenn du irgendwie Leute mit deinen Tentakeln irgendwie festhältst und ich tritt dir einfach da raus. Das wird auf jeden Fall irgendwann mal passieren. Oh, Buffer, aus dem Weg. Ja, ich hab eine Barriere. Ja, unverwundbar. Ja, doch, die sehe ich. So eine kleine Barriere. Ja, die sehen ein bisschen aus wie dein Schild von Elder Scrolls Online, nur in weiß. Ja, da sieht ein bisschen aus wie Nebel, ganz ehrlich, ey. Das ist halt, wenn ich über Kanten nehme, während ich eine volle Lebensenergie habe oder so. Dann kriege ich eine Barriere für ein paar Sekunden. Ah ja, stimmt, genau. Ja, hat er letzte Woche bekommen, genau. Habe ich heimlich angezogen. Wo du irgendwie gedacht hast, so, soll ich das nehmen oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Und ich habe mich gewundert, weil das nicht in der Stadt hat, das nicht funktioniert. Ich hatte volle Energie, aber ich konnte keinen Trank nehmen. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Damit jetzt. Danke. Büßt eure dunkelsten Sünden. Ja. Gut gemacht. Da muss man ja machen, verspotten. Das wird euer letzter dummer Fehler. Verzeihung. Tut mir leid. Oh. Ihr haltet einen Tranksegen. Cool. Ganz gerne aufnehmen. Ich nehme einen. Ja. Aktiviere deinen Schild. Ich nehme noch einen. Ja. Sehr gut. Ich bin noch nicht bereit. Jetzt ist mein Schild wieder weg, jetzt muss ich noch einen nehmen. Jetzt habe ich wieder Platz. Oh ne, jetzt ist mein Trank wieder. Ja, Trank, Erschein der Gier. Noch mehr Gold. Eis! Oh, Eis! Noch mehr Gegner? Ja. Oh nein. Ich bin noch nicht bereit. Was haben wir so Symbole über den Kopf? Ja. War auch nicht vorher. Wow. Ich habe gar nichts gemacht. Wir haben jetzt einfach Gold gespawnt. So, wo geht's denn noch hin? Hier ist. Ja, das wäre mit den Läutern. Wo ist das hier? Ernte Hochwald. Oh, gehen wir mal da ein. Wieder nach Kerriga. Ja, Kerrigold. Wenn ihr mal ein paar Albtraum-Dungeons hier droppen. Einiges hat noch etwas wert. Brauche ich nicht. Gesehen macht halt eigentlich nicht Unterschied, wirklich viel Unterschied, ob wir neue oder alte machen. Weil die meisten Dungeons sind sowieso alle wieder dieselben. Ja. Selbst wenn wir jetzt hier von einem neuen Dungeon, wir kriegen dann den Aspekt, den wir sowieso nicht benutzen, aber. Ja, da kommen wir ja gleich eins auf. Weiß nicht, was hatte ich? Ja, erstmal das Event erstmal. Auf 44 oder 45, keine Ahnung. Ja, ich glaube, spielst du schon Perlwood? Nee. Irgendwann mal, keine Ahnung. Eines Tages vielleicht. Eines Tages vielleicht. Aber ist auch so ein Ding. Ist auch so ein. Warte mal, kann ich die Maus da weg? Kann ich den Hasen wegtreten? Ey, wo bist du denn? Ich hab einfach den Hasen zerquetscht, ey. Alles klar. Die Genfer Konvention wird sich bei dir melden, Daniel. Daniel muss mal einer von diesen YouTubern sein, der geswattet wird. Ja. Kommt einfach ein Swat-Kommando. Natürlich müssen sie sich erst durch den Indiana Jones Felsen durchkämpfen, aber die schaffen das. Ja. Schein der Druckwelle. Ich bin noch nicht bereit. Könnt ihr jetzt mit meinem Druck aufnehmen?
Jut zu der Druckwelle. Na, was heißt Pains Angriff so auf Deutsch? Ja. Ah. Das ist doch geil dann. Entschuldigung. Ja. Schon wieder Tränke. Nimm das, Fuchs. Ihr habt den Fuchs getreten. Was sagt der wilde Fuchs? Aua, 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 aua. Aua, hör auf mich zu treten. Hör bitte auf mich zu treten. What does the fox say? Ein dummes Lied. Ja. Ja, ich mir lieber Gangnam Style an. Sexy Lady. Whoop, whoop, whoop. War schon wieder nichts. Ich habe mir gar keine irgendwo angezeigt. I'm a motherfucker gentleman, dude. Ja. Mach mal eine Albtraum Dungeon. Irgendwie finde ich ja gerade keine Tür mehr. 44 oder 45. Und was haben die denn für Effekte bei mir? Ich habe 2 44er. Todesimpuls, Blutblase, Monster, Giftschaden, Nahkampfverteidiger, Monster widerstehen, Kontrollverlust. Gehen wir mal davon aus, dass ich das selber wie du. Nehmen wir einen 45er. Ja, okay. Direkt. Ja, wird schon klappen. 42. Pff, haben wir geschafft letztens. Alter, der hat hier Gewittersturm. Geil. Monsterstufe 99, deine mit Gewittersturm. Alles klar. Müssen wir Bescheid. Ja, das ist ja dieses fliegende Ding da, da, wo wir uns hinter die Kuppel verstecken müssen, ne? Ich weiß. Okay. Wenn jemand unter die Kuppel kommt, trete ich die einfach raus. Okay. Monster machen Feuerschaden. Dann machen die, dann kommen die ja rein und ich mach den ja. Oh, ich habe nur einige Feuerwiderstandstränke. Oh, jetzt steht bei mir auch mal wieder Handeln, Duriel. Duriel, aber du hast Chat. Ja, anscheinend schon. Ich hab keine Einstellung geändert. Ich weiß nicht, warum bei mir das die ganze Zeit nicht zu sehen war. Mhm. Mein Charakter hat einfach bessere Ohren. Ja, warum ist denn die Barriere da schon kaputt gegangen? Der hat jeden unnötigen Scheiß. Ja, oh, der ist ausgerastet, der Kerl. Was war das denn? Der war so ein, ich bin kurz bevor ich wegteleportiert bin, war da so ein anderer Spieler, der ist zu mir geritten und hat sich gedreht im Kreis wie bekloppt. Alles klar. Also, wenn ich erstmal, weiß ich nicht. Ich wollte erstmal einen Trank nehmen und gucken, ja, was hier die Fähigkeiten sind. Du hast ja gerade gesagt Feuer, ne? Ja, das heißt ja nichts, oder? Ja, ich hab Feuerwiderstand. Da stand nur was von Feuerschaden, aber da wird's das heißen, ne? Verursachen 20% ihres physischen Schaden als Feuerschaden. Weniger Schaden durch nahe Ziele. Und wir dürfen nicht von hinten angegriffen werden. Okay, warte mal, habe ich was gegen Feuer? Ja, habe ich sogar. Ja, die Frage ist, willst du Feuerwiderstand für die Gegner oder willst du Blitzwiderstand wegen dem Ding? Ja, scheiß drauf, ich nehme Feuer. Da sind mehr Gegner als Blitze, Daniel, sagen wir mal so. Wieder Gefangene befreien. Ich meine anzünden. Ich meine freien. Müssen wir nur ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, da kommt jetzt der Blitz hier. Ja. Oh Gott. Aua, aua. Was war dieser Schaden? Wo kommt denn der auf einmal her? Außer sind da Barriere.
Frage mich, ob der Unterdrückerschild davor schützt, ey. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Oder ob der da durchgeht, wenn wir unter dem Schild von dem Unterdrücker sind. Wollte nicht. Okay, sind auch noch Gegner drin, ne? Da waren große, habe ich gesehen. Hast du gesehen? Ah, okay. Dicke Typen. Sie sind tot. Der Blitz kommt. Grüße. Ja, Daniel, wir haben uns heute schon gesehen, alles klar. Ja. Ah, da bist du heilig. Aua, da hat er wehgetan. Ja. Ich weiß zwar nicht mal, was mich getroffen hat, aber da hat wehgetan. Na komm, mach ihn nicht. Jetzt wird ganz besonders gesprächig. Oh, jetzt ein Fuzzi zum Retten. Hab ihn gerettet. Oh Gott. Ah. Den Skill habe ich jetzt nochmal rausgenommen für den Tritt. Dein Paarungsruf da, damit die Gegner nicht angreifen. Ah ja, genau. Ja, ich habe halt nie einen Unterschied gesehen, ja. Die Gegner sind trotzdem auf dich losgegangen. Ja, weil ich viel attraktiver bin. Da habe ich ja gar keine Schrei mehr, außer meinem Berserker-Schrei. Nicht ein bisschen Ruhe und Frieden. Vielleicht noch den hier. Vielleicht tue ich den ja auch mal ändern dann. Nehme ich wieder die Kette rein oder so. Und meine Uhr an. Das ist doch schon eine Ultimate drin. Naja, ja, das ist mein Berserker-Schrei halt. Ja, aber deine Uran kannst du doch nicht holen, wenn er nicht. Ja, deswegen. Vielleicht will ich den aber rausnehmen. Mal ausprobieren, keine Ahnung. Aber das ist. Seid gesegnet. Ich bin gerettet. Dann wird er von dem Blitz erschlagen. Danke, dass ihr mich befreit habt. Aber du brauchst doch deinen Schrei dafür, deinen Berserker-Modus, oder nicht? Ja, deswegen. Oh, der hält ganz schön gut aus, ey. Ich habe auch ein Schild. Wer der da? Raus hier. Ich kann meine Barriere einsetzen, um mich zu schützen im letzten Moment, wenn er wirklich trifft. Ich brauche Zeit. Oh, da ist noch einer. Ich tue die Überreste von diesen Gefangenen hier befreien. Einen habe ich auch befreit irgendwo. Hey Kollege, wie geht's? Pass mir die an. Boom. Pass mir die an. Ich hab Oh Gott! Ich hab das nicht. Oh Mann. Der rote Kreis hat mich gekillt. Oh, das ist nicht gut. Nein! Ah, verdammt! ich bin ich glaube, du sollst mich lieber wieder wählen. Okay. Oh, ich bin da oben. Der Schild wurde gerade aufgebaut und ich bin herausgecharged mit meinen Chargern. Alles klar. Dann bin ich nicht mehr rechtzeitig unter dem Barriere gekommen. Verdammt. Oh. Okay. Alles klar. Nochmal das Ganze. Oh Gott. Oh Gott. Oh, lass mich da durch. Ah, warum? Nein. Unser erster Stolperstein. Oh, Mann, wie hat der mich... wie hat der mich denn schon wieder gewonnen? Weiß ich. Weiß ich auch nicht. Die Gegner sind halt stark hier. Auf einmal. Ich bin noch nicht bereit.
Unser erster Stolperstein. Ja, ich hatte eigentlich alles im Griff. Ich weiß nicht, wie der. Ich hasse das, wenn ich nicht verstehe, wie der mich umbringt. Ey. Es sticht einfach einmal zu und ich bin tot gewesen. Alter. Alter. Hab das euch? Aua. Ich bin schon wieder tot. Na, ich glaube, da war er Blitz. War ich nicht unterm Schild? Oder nicht? Okay, alles klar. Alter. Dein Schild. Warum ist er so stark? Hier macht der Typ viel zu schaffen. Komisch, ich dachte, ich bin unterm Schild. Ey. Ja. So ein ganz kleines Fitzelchen war nicht drunter. Aua! Alter, der hat mich schon wieder gekillt! What's up? Der will mich one-shotten! Der rennt auf mich zu, dann sticht er mich und ich bin tot! Aua! Alter! Nein, ich bin betäubt! Nein, doch nicht da lang! Oh Gott, ey. Das wird schon wieder richtig unsozial hier gerade, ey. Ich wollte einen Schild rein. Kann doch nicht sein, dass wir an so einer Scheiße am rumstruggeln sind. Das gibt es nicht, ey. Ja, wenn die Gegner halt so viel Schaden machen, ey. Der eine kommt auf mich zugerannt, der sticht mich und dann bin ich tot, ey. Dann stech ich den eben. Scheiße. Komm, komm mal her, Leute. Ich tritt euch. Ich hau euch. Aua. Nein, Vorsicht. Ich bin schon wieder tot. Ich bin auch tot. Nein, wir haben es versagt. Obwohl einer kann sich noch wieder. Einer kann sich noch wieder beleben. Nein. Was ist das? Ich wurde durch den roten Kreis da gekillt. Ja. Ey, Gegner sind halt stark hier, ne? Ja, das ist lächerlich hier gerade die Situation irgendwie. Wo soll ich denn hin ausweichen? Auf was? Ich bin auch leicht tot. Ja, ich werde vom Blitz getroffen, ich bin auf jeden Fall tot. Aua. Ich bin tot. Ich hab's gesehen, Daniel. Du musst es carryen. Los. Das schaffe ich nie im Leben, Alter. Ich weiß ja nicht mal, wo ich hier lang gehe. Die gehen wieder zurück, die meisten. Alter, wer ist denn das? Der macht mir so viel Schaden. Bin aufgestiegen. Ja Gott. Das kann er einpacken. Alter, ich komm hier nicht weg, ey. Die hauen nicht ab. Na gut, Level 45 vielleicht noch ein bisschen schwierig. Ich bin tot. Nein. Ich musste zurück, weil das blöde Blitzding hatte auf einmal die geniale Idee, zu den Gegnern rüber zu fliegen. Dann musste ich da auch hin. Oh, das war unsozial, ey. Was war das für eine Scheiße schon wieder? Ein bisschen Frust ablassen, dann Leute. Ich wollte eigentlich immer weiter zurückfliegen, aber das hat man dann gesagt. Zeit, etwas Frust abzulassen. Okay, Stücke. Okay, wie war es mit Level... Weil nicht 43. Oder 44, keine Ahnung. Der eine riesige Ritter, der hat so viel Schaden gemacht. Ja, das passiert, wenn man gegen Zeugs kämpft. War fast wieder am Anfang von dem der ganzen Ding. Auf einmal, der Blitzding verzieht sich und fliegt genau auf die Gegner zu. Dann musste ich mit den Gegner unter die scheiß Kuppel da. Und die haben mich dann gekillt. Ich brauche mehr Zeit.
Das passiert, wenn man gegen Gegner kämpft, die 12 Level höher sind. Halt Maul. Das müssen wir ja machen. Zerstöre Strukturen. Oh. Unsere Rache wird langsam und schmerzhaft sein für die Gegner. Sind wieder diese Truhen hier. Hm. Sind diese blöden Türme hier. Okay. Muss sowieso Sachen reparieren. Lager der Eisenwölfe. Aha, der wurde von der Banshee getötet. Guck dir den Noob an. Ich muss meine Rüstung reparieren. Ich hab dich gehört, Daniel, keine Angst. Und so. Ich hab schon gesagt, okay. Ja. Du hast gesagt, ich muss sowieso meine Rüstung reparieren. 123.000, so viel Geld habe ich doch nie im Leben. Hier bitte. Hm, habe ich irgendwas verpasst hier? Mein ist am Blinken. Eine Truhe. Nicht aufgehoben, anscheinend. Ja, hab ich irgendwas nicht aufgehoben, anscheinend. Was ist denn dunkles Banner? Was ist das? Kosmetik? What? Trophäe. Benutzt dieses Gegenstand, um ein neues kosmetisches Aussehen für euer Reittier hinzuzufügen. Ja. Ja, kannst du dann ein Pferdchen dranhängen, so. An dem Po deines Pferdchen. Ich habe da so eine Laterne dran, glaube ich. Ich habe einen Schädel, glaube ich. Ja, eine Maske habe ich da, genau. Ich habe da einen Schädel dranhängen. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte zum Schmied. Und den Schädel habe ich genug. Ja, oh, hier sind drei Türme, sehe ich gerade. Das ist doch schon mal gut. Schreien der Gier. Schreien der Verbindung. Oh. Tödlicher Schreien. Oh, nee. Und ich warte in der Nähe von dem Schreien. Irgendwo ein Altar? Irgendwo? Sieht so leer aus auf der Karte. Oh, da ist ein Schrein. Ich bin noch nicht bereit. Wo? Nein, keine Ahnung. Ich spiel doch nicht so mit meinen Gefühlen. Ich meine jetzt nicht Vanille, aber du denn? Du bist ja schon in einer ganz anderen Stadt, ey. Ich bin schon ein bisschen näher rausgelaufen. Und ich warte auf dich. Wen wolltest du denn sonst warten? Monsterstufe. Wenn Vater 100. Mit seinem Level 100 Jäger hier reinkommt. Was denn, die Klasse Jäger? Lass mich dir zeigen, wie dieses Spiel funktioniert. Digga, du gehst da lang, Alter, ich geh da lang. Boah, voll fett krass, ey. Voll fett krass, Alter. Wenn jemanden besiegt, sagt er immer krass zerlegt. Ja. Sicher. Warum ist denn der jetzt gestanden? Hab ich nur angeguckt. Also, dann geht mal Schrein der Gier. Geister. Bevor er seine Flammen einsetzt. Aua. Stadtgoblin. Was ist das? Nur Müll. Was ist das? Irgendwas ist da auf der Karte.
Ja, Skelettmagier werden erhöht, ja. Das behalte ich auf jeden Fall. Ja, besser gesagt, das werde ich entfernen, damit ich Vorrat habe. Ja. Ja, wir schon eine Leiche. Ich bin noch nicht bereit. Oh, da kann ich ja endlich mal ein Video machen, ja, wo ich irgendwie reinschreibe, oh, Level 45 Albtraum Dungeon. Dann tun wir mal ausnahmsweise verlieren. Normalerweise ja, das haben wir verloren, das hast du doch so geplant, Daniel, ne? Du hast verloren, Daniel. Ja, für Content. Du hast blamiert vor all deinen Fans. Ja, ich habe das für Content gemacht. Ja. Das ist eine Content-Burge. Jetzt wird das... Jetzt geht das Video viral. Jeder wird halt auf Twitter teilen. Oh geil. All die netten Kommentare von den Leuten von Twitter, geil. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Mutige Seelen, erbitterte Seele. Ja. Yeah. Willkommen. Verzeihung. Folgt mir. Knochen verraten euch. Bald dienen sie mir. Jubeln. Ein Geist folgt euch. Wo? Das war nicht übel. Macht das? Ein Geisterhund. Ein Geisterhund. Das ist Nightmare Before Christmas. Ja, Zero, glaube ich. Ah, ja, genau. Ich habe jetzt irgendwie an Lumos oder irgendwie so gesagt, keine Ahnung wieso. Ja. Weißt du doch auch nur durch Kingdom Hearts, Daniel. Ich muss warten. Ich habe den Film vorher gesehen, bevor ich Kingdom Hearts gespielt habe. Ich fand den voll gruselig. Ja, als Kind ja, ja. Ich fand die eine Szene immer ekelhaft, wo irgendwie Oogie Boogie gestorben ist. Da kamen die ganzen Insekten irgendwie so rausgekrabbelt, ey. Ja. Ja. Und dann sagt er, come on, baby. Come on, baby. Ich hatte immer bei Final, da wäre bei Final Fantasy 3 oder so gesagt, im Bosskampf, come on, baby. Ja, ja, wenn er die Würfel gerollt hat. Ja, war das im ersten Teil oder nicht mehr? Ich glaube, da war der erste Teil, ja. Ja. Come on, baby. Boah, was ist hier los? Achso, mit dem Blitzer. Ich habe in den Keller reingegangen. Wer schätzt sich dein Schild auf unseren Blitzen? Nice. Na, ich bin in Stufe 9 mit dem Ding. Mit dem Event. Ich bin noch nicht bereit. So. Ich geh mal kurz ein, ich muss sowieso